Herr Graf, letztes Jahr war die Umbenennung vom TV-Wirkungstag in den Screenforce Day. Nun ist angekündigt worden, das war schon der letzte Screenforce Day in dieser Form. Was genau heißt das denn? Ja. Also das heißt einmal, dass wir eine andere Veranstaltung machen. Und dass wir letztes Jahr umbenannt haben, war ja, weil wir unsere ganze Initiative umbenannt haben. Also die Entwicklung in dem Tag geht ja über die letzten 10, 15 Jahre kontinuierlich, dass wir ihn immer weiterentwickelt haben. Und er hat uns immer mehr Spaß gemacht. Und wenn einem was besonders viel Spaß macht, dann ist normalerweise der Zeitpunkt gekommen, wo man darüber nachdenken sollte, ob man nicht was anders machen kann. Es ist immer gefährlich aus meiner Sicht, wenn man zu lange das Gleiche macht. Und was wird sich ändern? Es wird sich ändern, dass wir das Thema, für das wir im Schwerpunkt stehen, für unser Produkt, nämlich das Programm unserer Partner, dass wir das dort präsentieren, dass es also Screenings gibt für jeden unserer Partner, wenn er was möchte, dass sie ihr Programm vorstellen können. Wir werden es von einem auf zwei Tage verlängern, weil wir bislang ja nur einen Tag hatten. Und wir werden die Sachen beibehalten, die uns auch in diesem Jahr wieder verdammt gut gefallen haben, nämlich interessante Redner zu haben, in die Zukunft zu schauen, Sachen einzuordnen und auch eigene Forschung zu betreiben. Werden auch die anderen Standorte, an denen es den Screenforce Day gibt, also Wien und Zürich, das Konzept so übernehmen? Wahrscheinlich im ersten Jahr nicht oder sicher im ersten Jahr nicht, sondern wir werden das erstmal in Deutschland machen. Das heißt, wir werden den Screenforce Day in Zürich und in Wien weiterführen. Wir werden ihn auch inhaltlich wahrscheinlich mit unseren Partnern in Österreich und der Schweiz weiterentwickeln. Aber die beiden, sowohl Zürich als auch Wien, werden weiter den Screenforce Day machen, so wie er bisher war. Und das ist auch völlig richtig und wir freuen uns auf beides. Also wir freuen uns auf diese Kombination, die wir in Deutschland machen, und wir freuen uns auf den inhaltlichen Austausch und Input, den wir mit den Kollegen in der Schweiz und in Österreich haben. Also da wird es bleiben. Kurz zum heutigen Tag. Wie viele Teilnehmer haben Sie hier vor Ort und wie viele davon sind Kunden? Denn die möchten Sie ja auch erreichen als Vermarkter. Ja, ich bin noch im Zählvorgang. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass die Anzahl der Kunden, die diesmal hier sind, ein Rekordniveau erreicht und dass wir insgesamt ca. 1400 Leute hier haben. Aber die genauen Zahlen liefern wir nach, weil ich sie jetzt noch nicht kenne. Wir wissen nur, dass diese 1400 Leute da sind. Die Struktur haben wir jetzt noch nicht. Aber von den Anmeldungen her ist es klar, dass am meisten Kunden ever in diesem Jahr hier sind. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, das ist toll, weil wir sagen immer, wir wollen Kunden mehr erreichen, und wenn wir das schaffen durch das Expertenforum und auch durch den Screenforce Day, dann finden wir das gut und wir hoffen, dass es im nächsten Jahr dann mit dem neuen Konzept eher noch mehr wird, weil wir ja auch eine Effektivität für Kunden erreichen wollen. Alle Screenings an zwei Tagen plus die anderen inhaltlichen Programme plus Branchenevent. Wir glauben, dass man da schon was Schönes draus machen kann. Die Kunden haben nun aber vertreten durch den Kundenverband OWM, der 50% der TV-Spendings vertritt, haben sich gestern doch recht kritisch gegenüber der Gattung geäußert und viele Punkte diskutiert, zum Beispiel sinkende Nettoreichweiten, steigende Bruttopreise, die Quotenmessung durch die AGF und auch noch die Programmqualität. Inwieweit können Sie diese Kritik verstehen? Ja, es sind Themen, die von Kunden schon sehr, sehr lange geäußert werden. Und ich bin jetzt lange genug im Geschäft und da rege ich mich überhaupt nicht auf drüber, weil es ist einfach Teil des Spiels. Ab und zu muss man das rhythmischer vorbringen. Manche Punkte nehmen wir extrem ernst, weil wir an denen schon seit Jahren arbeiten. Also zum Beispiel das Thema sinkende Nettoreichweiten bei den jungen Zielgruppen hat ja zwei Aspekte. Der eine Aspekt dabei ist, dass wir tatsächlich sinkende Nettoreichweiten wahrscheinlich haben. Der andere Aspekt, und er ist mindestens genauso groß, ist, dass wir natürlich Messlücken haben. Und wir reagieren programmlich auf die jungen Zielgruppen und natürlich auch, was die Forschung anbetrifft, auf die Messlücken. Fühlen uns deshalb sehr, sehr gut aufgestellt. Dieser kleine Schulterklapser zwischendrin, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den habe ich positiv zur Kenntnis genommen. Herr Krapp, vielen Dank für Ihre Zeit.